Also dieses Video ist nach einigen Rückmeldungen von euch auch ein bisschen ein Versuch, weil eben so viele von euch mir rückgemeldet haben, dass irgendwie mein Stil zu übertrieben ist oder zu gekünstelt wirkt. Und deswegen versuche ich heute mal so zu sprechen, wie ich mich unterhalten würde, einfach mit euch. Okay. Unser heutiges Thema ist die Kombination von künstlicher Intelligenz und Blockchain. Und jetzt kannst du natürlich sagen, boah, was ist das für ein nerdiges, langweiliges Thema? Ja, ist es natürlich, also es ist ein sehr technisches Thema. Aber in meiner Welt ist das deswegen so spannend und so wichtig, weil es einfach die Zukunft bedeutet. Also, wenn du dir die Technologien anschaust und die Entwicklungen von künstlicher Intelligenz und von Blockchain, dann sind das einfach dieselben Entwicklungen, wie wir zu Beginn des Internets erleben konnten, wie wir erleben konnten, wie Social Media das erste Mal aufgekommen ist und so weiter. Also ich habe einfach mich mit diesen Trends beschäftigt und ich sehe einfach, dass diese beiden Technologien gerade dabei sind, Neues in die Welt zu bringen, neue Entwicklungen voranzutreiben, Kosten einzusparen, unsere Welt effizienter zu machen, und deswegen beschäftige ich mich mit diesen Themen. Jetzt lohnt es sich natürlich, um dieses Video zu verstehen, meine anderen Videos anzuschauen. Also es lohnt sich, dass du dir insbesondere das Video über Smart Contracts anschaust und auch das Video, wo ich Blockchain und AI vergleiche und schaue, was ist die jeweilige Technologie, was die andere Technologie nicht ist. Weil es braucht ein gewisses Vorwissen. Aber keine Sorge, ich werde jetzt auch ein bisschen darauf eingehen und werde die jeweiligen Unterschiede nochmal erklären. Weil das Ziel in diesem Video ist, dass wir uns anschauen, was passiert, wenn man Blockchain und AI miteinander kombiniert. Also wenn du beide Technologien hernimmst und eine Technologie draus machst. Oder anders gesagt, wenn du eben versuchst, das Beste aus beiden Welten zu nehmen, wenn du die Vorteile von Blockchain und die Vorteile von künstlicher Intelligenz nimmst und schaust, okay, was kann man daraus machen, was kommt dabei raus? Und da gibt es schon interessante Anwendungsfälle. Ich gehe jetzt kurz nochmal ein darauf, was ist überhaupt Blockchain? Okay, Blockchain sind dezentrale Ledger, sagt man, also dezentrale Kontenbücher, wobei meistens die Leute ja nur an Bitcoin denken oder an Coins und an Spekulation und so weiter, ja, und sehen, okay, das steigt stark im Wert, das fällt stark im Wert, das wird nur verwendet zur reinen Spekulation, man kann nicht wirklich was kaufen damit. Das heißt, es wird eigentlich, wenn man sich so unterhält mit den Menschen, sehr, sehr kritisch gesehen, die Technologie, und teilweise ja auch zu Recht. Aber ich glaube, das geht ein bisschen auch am Punkt vorbei, was überhaupt die Blockchain-Technologie ermöglicht oder in die Welt gebracht hat. Weil Blockchain, ja, kann verwendet werden, um Werte zu transferieren. Okay. Aber Blockchain kann noch mehr, wenn man eben über Smart Contracts spricht. Und schau dir das Video über Smart Contracts an. Aber im Prinzip sind Verträge ja ungeheuer wichtig in unserer Wirtschaftswelt. Unser gesamtes Wirtschaftsleben, sei es Arbeitsverträge, Kaufverträge, Firmenkäufe und so weiter, beruht auf Abmachungen, beruht auf Verträgen. Smart Contracts bieten jetzt die Chance, diese ungeheuer wichtige Institution sehr zu vereinfachen, günstiger zu machen, Mittelmänner auszuschalten und ja, das Ganze einfach überhaupt auf neue Beine zu stellen, sage ich jetzt einmal. Künstliche Intelligenz wiederum ist deswegen so faszinierend, weil bis vor kurzem waren ja Computer ziemlich dumme Dinge. Ja, du hast dem Computer immer sagen müssen, was er tun soll. Du hast ein Programm schreiben, war halt wirklich ein Programm, also Schritte ansagen. Du hast dem Computer gesagt, wenn das passiert, dann mach das. Wenn ich auf den E-Knopf drücke, dann zeige ein E auf dem Bildschirm an. Wenn ich auf den I-Knopf drücke, zeige ein I auf dem Bildschirm an. Das heißt immer nur, wenn, das im Endeffekt. Mit Machine Learning, Deep Learning, künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence kommt hier auf einmal eine neue Technologie herein, die
dem Computer sehr viele Dinge auf einmal ermöglicht. Das Wichtigste ist, würde ich sagen, Mustererkennung. Also du gibst dem Computer eine ungeheure Datenmenge, egal was, Wetterdaten, Börsedaten, Kaufverhalten, Verhalten in den sozialen Medien, es ist egal was. Ja? 10.000 Katzenbilder. Okay, du gibst dem Computer eine ungeheure Menge an Daten und gibst dem Computer die Aufgabe, okay, und jetzt optimiere. Optimiere zum Beispiel die Richtigkeit, dass du Katzen erkennst. Oder schau, ob du ein Muster erkennen kannst in diesen Daten. Was kommt oft vor? Das heißt, diese Form von Lernen, die man ja auch induktives Lernen nennt, also von Einzelfällen auf ein allgemeines Gesetz schließen, das ist tatsächlich was Neues, würde ich sagen. Und das kann der Computer auf einmal mit künstlicher Intelligenz. Was daraus entsteht, sind halt Anwendungen, mit derer der Computer auf einmal Dinge erkennen kann. Also er kann auf einmal Bilder erkennen, er kann sehen, was auf Fotos drauf ist. Er kann Stimmerkennung, also alle unsere Programme wie, weiß ich nicht, Siri oder okay Google, all diese Programme beruhen ja auf künstliche Intelligenz oder Machine Learning im Endeffekt. Was passiert jetzt, wenn du quasi beide Technologien miteinander kombinierst? Hier gibt es schon spannende Beispiele. Ich möchte hier zwei Beispiele nennen, nämlich Singularity.net und Fetch.ai. Beide sind, würde ich sagen, recht ähnlich von dem, wie sie die beiden Technologien kombinieren. Singularity.net ist von einem, wie soll ich sagen, sehr bekannten AI-Forscher gegründet worden. Und was es eigentlich ist, ist ein dezentraler Marktplatz für AI-Anwendungen. Mit dem Ziel, künstliche Intelligenz oder die Entstehung und die Programmierung von künstlicher Intelligenz finanzierbar zu machen, zu fördern und rentabel zu machen. Und das Ganze funktioniert eigentlich so, dass sie die Infrastruktur zur Verfügung stellen, dass du eben selber AI-Applikationen programmieren kannst und auf den Marktplatz geben kannst, also verkaufen kannst. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Algorithmus geschrieben hast, der Katzenbilder gut erkennen kann, dann kannst du diesen Algorithmus online stellen und kannst ihn da quasi als Service nutzbar machen. Das heißt, andere können das Ganze nachfragen, können sagen, okay, ich brauche für mein Projekt einen Algorithmus, der gut Katzenbilder erkennt. Dann gehe ich auf diesen Marktplatz, da gibt es einen Algorithmus, es werden die Schnittstellen angeboten, das heißt, diese Programme haben wie Steckdosen quasi, wie ich sie zusammenstoppeln kann und ich kann die in mein Programm einstoppeln und habe auf einmal einen super Algorithmus, der Katzenbilder erkennt. Okay, das sind jetzt verschiedene künstliche Intelligenzprogramme, Applikationen, die über diesen Marktplatz gehandelt werden, also verwendbar gemacht werden. Was hat das mit der Blockchain zu tun? Naja, diese Programme werden mittels Coins und Smart Contracts remuneriert, also du kannst sie damit bezahlen. Und zwar funktioniert das teilweise einfach automatisch, weil du kannst dir diese verschiedenen Komponenten, also diese verschiedenen Programme auch zusammenkoppeln jetzt. Du kannst zum Beispiel ein Programm erstellen, das Spracherkennung und Bilderkennung in einem macht. Du möchtest, dass das irgendwie ein Video analysiert zum Beispiel. Naja, dann brauchst du eine Applikation, die Bilder gut erkennen kann, eine Applikation, die Sound gut erkennen kann. Die nimmst du jetzt und kombinierst sie miteinander. Und schaffst eine neue Applikation, die gut Videos erkennen kann. Wenn jetzt jemand deine verwendet und dir dafür Geld gibt, dann passiert es automatisch, dass die Geldflüsse weitergeleitet werden, auch an denjenigen, der eben das Soundfile erstellt hat und an denjenigen, der die Video-Applikation erstellt hat oder die Bilderkennung erstellt hat. Das heißt, hier wird ein Ökosystem quasi geschaffen, wo diese Coins über Smart Contracts automatisch weitergeleitet werden. Das heißt, hier, das ist eine total interessante Kombination. Das heißt, es wird versucht, die Entwicklung von künstlicher Intelligenz allgemein voranzutreiben, aber gleichzeitig mit der Blockchain und mit Smart Contracts wird quasi der Wertetransfer organisiert. Ist ein sehr spannendes Konzept, würde ich mal sagen. Und in eine ähnliche Richtung geht eigentlich Fetch AI. Bei Fetch AI, da ist der Unterschied, dass es irgendwie schon mehr Anwendungsfälle gibt, konkrete.
und dass wirklich große Institutionen wie die Telekom oder wie Bosch zum Beispiel da auch ganz stark mit dabei sind und mitentwickeln und auch finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Die beiden Beispiele SingularityNet und Fetch AI, die sind ein bisschen unterschiedlich aufgestellt, machen im Prinzip etwas Ähnliches, kombinieren, würde ich sagen, künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologie auf recht ähnliche Art und Weise. Beides sehr spannende Projekte, lohnt sich wirklich da genauer auch einzulesen in die beiden. Bei SingularityNet gibt es sogar auch ein Token, das man kaufen kann. Das heißt, man kann natürlich auch damit spekulieren. Könnte sich vielleicht auch als Investment gar nicht so schlecht lohnen. Ich habe noch nicht darin investiert, aber vielleicht werde ich auch noch ein paar von diesen Coins kaufen, weil es, finde ich, doch ein spannender Anwendungsfall ist. Das soll aber natürlich keine Kaufempfehlung oder irgendwie Anlageberatung sein. Okay, wie kann man jetzt Blockchain und künstliche Intelligenz noch kombinieren? Das ist jetzt eine Idee, die irgendwie auch von mir kommt, weil was ich mir immer gedacht habe, wenn es um Smart Contracts geht. Das Problem bei Smart Contracts ist ja, dass ein Smart Contract nur dann sinnvoll ist, wenn er irgendwie von digitalen Daten abhängig ist. Weil sonst bräuchtest du ja keinen Smart Contract, sondern es würde ja ein ganz normaler schriftlicher Vertrag zum Beispiel reichen. Das Problem bei allen Verträgen ist ja immer, wenn sie nicht eingehalten werden. Wir zwei machen uns was aus, du hältst dich nicht dran, was passiert dann? Das wird ja in einem Vertrag, sei es ein Ehevertrag, Kaufvertrag, Arbeitsvertrag und so weiter, egal in welcher Form von Vertrag, es sollte meistens geregelt werden, was ist ausgemacht und was passiert, wenn das nicht passiert. Der Vorteil von Smart Contracts ist ja, dass quasi jetzt die Maschine entscheidet oder der Code entscheidet, ob der Fall jetzt eingetreten ist. Das heißt, du kannst ja eben, also wie als würden wir jetzt uns ausmachen, hey, treffen wir uns morgen um 12 Uhr beim Stephansplatz und wenn du zu spät kommst, dann zahlst du 1 Euro. Oder besseres Beispiel in Team-Meetings, in Unternehmen wird das ja teilweise gemacht quasi, wer zu spät kommt, der muss 1 Euro in ein Sparschwein einwerfen. Das ist ja eine Möglichkeit quasi, um Pünktlichkeit zum Beispiel zu verstärken. Okay, was passiert jetzt, wenn es da eben Streits gibt? Wenn der eine sagt, na, ich bin ja gar nicht zu spät gekommen oder wenn er einfach nicht den 1 Euro einwirft, ja? Also das ist natürlich da ein blödes Beispiel, aber in der Realität gibt es natürlich sowas wie Vertragsstrafen, dass wenn eine Seite den Vertrag bricht, dass sie dann Strafe zahlen muss. Naja, und der Vorteil von einem Smart Contract ist jetzt, dass das automatisiert passieren kann. Wie eben ein automatisierter Richter. Ich wusste, dass er das sagen würde. Wie ein komplett unabhängiger Richter, der entscheidet, wer jetzt im Recht ist. Also, wie jemand Unabhängiger, stell dir vor, wir haben wieder in unserem Geschäftsmeeting ausgemacht, okay, jeder, der zu spät kommt, also nicht genau um Punkt da ist, muss 1 Euro in das Sparschwein einwerfen. Und wir beide machen uns aus, okay, es gibt jemanden von außerhalb von der Firma, der steht im Meetingraum, der hat die Uhr und seine Uhr gilt und der sagt einfach, okay, du bist pünktlich, du bist pünktlich, du bist pünktlich. Aha, es ist eins nach, du kommst in den Raum, du musst den 1 Euro einwerfen und wir haben ihm davor schon den 1 Euro gegeben. Das heißt, er kann jetzt entscheiden, kriegst du den Euro zurück? Na, du bist zu spät. Er wirft ihn in das Sparschwein ein. Das heißt, diese unabhängige Person, das ist quasi der Smart Contract. Das heißt, das ist der, der entscheidet, was danach passiert. Nur das Problem ist ja natürlich bei Smart Contracts, das muss natürlich alles digital ablaufen. Ja, diese Signale, kommst du zu spät oder nicht, das muss digital irgendwie messbar sein. Das heißt, deswegen werden ja Smart Contracts heutzutage mehr eingesetzt, eben im zum Beispiel finanziellen Sektor, wo du ganz genau zum Beispiel, wie soll ich sagen, Preise sind digital darstellbar, ob der Kurs eines Coins steigt oder fällt, das ist sehr leicht messbar. Das heißt, da kann der Code sehr leicht durch irgendwelche Trigger ausgelöst werden. Und das war immer ein bisschen mein Problem von Smart Contracts, dass es eben immer aufs Digitale reduziert ist. Und hier ist aber, glaube ich, die Chance, dass jetzt künstliche Intelligenz ja diese Barriere langsam beginnt zu brechen. Weil was hat uns künstliche Intelligenz schon gebracht? Eben zum Beispiel irrsinnig gut Spracherkennung.
Das heißt, du sagst etwas an Siri oder an Hey Google und die erkennen das. Da steht genau das, was du gesagt hast. Das heißt, so etwas wie zum Beispiel elektronische Protokollführung. Das heißt, du könntest, weiß ich nicht, zum Beispiel jetzt eben einen Smart Contract so ausmachen, dass gewisse, weiß ich nicht, Worte nicht gesagt werden dürfen. Oder es wird vertraglich ausgemacht, dass du in einem Vortrag gewisse Worte fallen lassen sollst sogar. Und das wird mitgetrackt und dann automatisiert, wenn das gehört wird vom Protokoll, dann bekommst du automatisch dieses Geld überwiesen. Ist natürlich jetzt ein sehr fiktives Beispiel, aber wie dem auch sei. Also ich würde sagen, das Spezielle ist, dass durch die künstliche Intelligenz auf einmal diese Grenzen auch verschwimmen und immer mehr Sachen, die in unserer analogen Welt vorfindbar sind, auf einmal digitalisierbar sind und damit auch eben analysierbar und durch die Maschine lesbar ist. Also die Maschine kann dein Gesicht erkennen, kann erkennen, ob du beim Meeting anwesend bist oder nicht, zum Beispiel. Das heißt, es könnten da 3 Kameras im Raum sein und die erkennen, wer ist beim Meeting anwesend und wer nicht. Und wer anwesend ist, der bekommt den Euro oder den Coin halt, den er vorher hinterlegt hat, wieder zurück. Und wer nicht anwesend ist, dessen Coin wird automatisch in ein anderes Wallet transferiert. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man künstliche Intelligenz, also Gesichtserkennung, kombinieren könnte mit Smart Contracts und mit eben einem System, das die Pünktlichkeit in Räumen steuert oder nicht. Das ist natürlich ein bisschen eine andere Kombination, als wie das SingularityNet oder wie das Fetch AI macht. Aber das ist das, was ich so spannend finde, dass eben wir jetzt da diesen Merger schaffen können, diese Zusammenmischung schaffen können zwischen künstlicher Intelligenz und eben Smart Contracts Technologie. Dadurch, dass eben die Smart Contract Technologie auf einmal eben sehr viel mehr kann. Also durch sehr viel mehr Sensoren und sehr viel besser quasi unsere Realität lesen kann und damit die Anwendungsfälle auf einmal so enorm groß werden. Ich finde das Thema deswegen so spannend, weil ich einfach das Potenzial dahinter sehe. Natürlich ist das Potenzial da, dass es auch zur Überwachung benutzt wird. Natürlich ist das Potenzial da, dass wir wie in China in einen totalitären Staat damit geraten. Allerdings, wie soll ich sagen, jedes Werkzeug ist eine Waffe und kann so verwendet werden. Es liegt nicht an den Tools selber, wie sie eingesetzt werden. Und ich bin eher der Meinung, wir sollten versuchen, eben Anwendungsfälle damit zu schaffen, die uns wirklich vorantreiben, die wirklich Sachen verbessern. Also wenn wir zum Beispiel eben dadurch wirklich keine menschlichen Richter mehr brauchen, wenn wir wirklich keine Anwälte brauchen, wenn es diese ganzen Streitereien nicht mehr gibt, weil ganz eindeutig klar ist, wie hat wer gehandelt, dann glaube ich, könnten wir erstens sehr viel Kosten reduzieren, wir könnten unser System sicherer machen, wir könnten es sicherer machen, dass sich Leute an Verträge halten und könnten damit eigentlich wieder, würde ich sagen, eine andere Vertrauensbasis auch schaffen. Weil du musst dann eigentlich nicht mehr vertrauen, dass der andere sich dran hält, weil wenn er sich nicht dran hält, dann wird das quasi automatisch ausgelöst und du bekommst einfach dein Geld. Natürlich kannst du noch Fehler geben und natürlich werden wir Richter nicht ganz abschaffen. Aber ich glaube trotzdem, ja, dass diese Kombination einfach so ein ungeheures Potenzial hat. Ich selber kann nur da quasi gewissermaßen schon ein bisschen so voraussehen, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Und ich glaube, da werden einfach so irre Dinge auf uns zukommen, die können wir uns gar nicht vorstellen noch. Das ist es, was für mich diese Technologie auch so spannend und so faszinierend macht und wieso ich mich so gern mit diesen beiden Themen beschäftige. Aber was glaubst du? Was gibt es da für positive Anwendungsfälle? Wo siehst du die Möglichkeit, wenn man Blockchain und künstliche Intelligenz miteinander kombiniert? Hast du irgendwelche Ideen, wie das Ganze irgendwie positiv einsetzbar ist? Wie das einsetzbar wäre, um wirklich unsere Welt zu verbessern? Also das würde mich wirklich interessieren. Schreib es unten in die Kommentare und diskutieren wir drüber. Ich finde es ein ungeheuer spannendes Thema. Bis bald.